Ja, schönen guten Abend erstmal. Wie Kloschi schon angekündigt hat, stelle ich heute Eden vor, echt dezentrales Netz. Mein Name ist Demos und das ist meine E-Mail-Adresse. Und ja, fangen wir mal an. Zunächst einmal möchte ich mit einem Rückblick in die jüngste Geschichte starten und einen direkten Vergleich mit dem Status quo zur Überwachung, zur jetzigen Überwachung leisten. Dieser ist auch die Motivation für jeden. Dann stelle ich kurz ein paar Lösungsvorschläge vor. Die sind natürlich nicht vollständig. Wobei Eden einen Lösungsvorschlag darstellt, also die Vision von Eden. Und wie ich mir vorstelle, dahin zu gelangen, kommt zum Schluss. Das Ministerium für Staatssicherheit, kurz Stasi genannt, ist wahrscheinlich den meisten hier bekannt. Es wurde 1950 gegründet und 1989 aufgelöst. Neben anderen Zielen hatte das MFS zum Ziel, Staatsfeinde zu observieren und abzuwehren. Und diese potenziellen Staatsfeinde war im Grunde jeder. Jeder war ein Ziel für die Stasi. Damals wurden die Leute, die ins Visier gerieten, mit Wanzen und Kameras überwacht. Es wurden Telefongespräche abgehört, der Funkverkehr und Briefe und Pakete abgefangen, der Arbeitsplatz durchsucht, die Person beschattet, auch durch inoffizielle Mitarbeiter. Und so kamen sehr umfangreiche Protokolle, Tonmitschnitte zusammen und auch Geruchsproben der Personen für die Hunde. Zuletzt hatte die Stasi 175.000 inoffizielle Mitarbeiter. Das waren zumeist Personen aus dem näheren Bekanntenkreis der Zielpersonen. Das konnten auch die eigenen Partner sein, die Bericht erstattet haben. Als Folge für die Überwachten es folgten also Verhöre, Folter und Gefängnis. Und später ist die Stasi dazu übergegangen, ihren Schwerpunkt von sichtbaren Maßnahmen gegen sogenannte Staatsfeinde zu weniger sichtbaren Maßnahmen, zur Repression und Zersetzungsmaßnahmen überzugehen, das in den 80er Jahren. Im Zusammenhang mit Überwachung wird heutzutage gerne gesagt, das ist halt ein Trade-off zwischen Sicherheit und Privatsphäre. Man kann halt nicht Sicherheit haben, wenn man Privatsphäre möchte, oder man kann nicht ausreichend Sicherheit haben. Wenn man also Sicherheit erlangen will, dann braucht man ein Stück weit Überwachung. Ich halte das für Propaganda und glaube, möchte hier kurz, wie soll ich das sagen? Also, das MFS hat mit Hilfe der Informationen, die sie über ihre Bürger gesammelt haben, die Möglichkeit gehabt, gezielt politische Aktivisten oder anders Denkende zu zersetzen, also zu zerstören, und auch Gruppen zu zerstören oder sie Repressionen auszusetzen. Das ist natürlich mit genauem Wissen darüber, wer mit wem agiert, wer mit wem befreundet ist, wer wann was macht. Mit diesen Informationen erst wirklich möglich, wenn man weiß, wer hat wo seine Schwächen. Das, was also mit Überwachung durch die Stasi erreicht wurde, war keine Sicherheit, zumindest nicht für die Bürger, sondern nur Kontrolle über die Bürger. Wir haben hier also nicht wirklich
auch heutzutage nicht den Trade-off zwischen Sicherheit und Privatsphäre, sondern vielmehr zwischen Überwachung und Privatsphäre. Und ohne Privatsphäre kann keine freie demokratische Gesellschaft funktionieren, weswegen wir hier direkt, also was viel ehrlicher zu sagen wäre, den Trade-off haben zwischen Überwachung gegen Demokratie. Also, wie soll ich das sagen? Also es kann keine demokratische Gesellschaft aus meiner Sicht Überwachung vertragen, weil sie potenziell missbraucht wird. Sobald Daten anfallen, werden sie missbraucht werden. Jetzt sind wir im, das repräsentiert das Jetzt, den Jetzt-Zustand. Ich habe mich da mal diesem wunderschönen Flyer bedient von Annabel Goldacker. Wir haben Technik, die funkt. Jede Menge Daten fallen an über unsere Bewegung, die mit unserem Handy getrackt werden kann. Wir geben freiwillig sehr viel Daten mitunter weiter. Und diese vielen Daten wecken natürlich wiederum Interesse, denn sie haben Potenzial. Da haben wir also auf der einen Seite die Unternehmen wie Google, das sich für unsere Daten interessiert, und auch die Sicherheitsbehörden, allen voran die Five Eyes mit NSA und GCHQ darunter, aber auch unsere Sicherheitsbehörden sind an unseren Daten interessiert, jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob es durch ist, aber die Vorratsdatenspeicherung ist eine Maßnahme, um an die Metadaten zu gelangen. Ich habe aber auch gelesen, dass die Internet Service Provider aus technischen Gründen die Verbindungsdaten speichern und über eine nicht öffentliche Nebenabsprache die Behörden über die Bundesdatenauskunft an die Verbindungsdaten gelangen können. Ich weiß nicht, ob ich das in den falschen Hals bekommen habe, aber habt ihr das mal gelesen? Das ist eine nicht geheime, aber auch nicht öffentliche Nebenabsprache zur Bestandsdatenauskunft, hatte Fefe mal geschrieben. Hast du das gelesen? Ja. Hast du das auch so verstanden, dass die über die Bestandsdaten an die Metadaten kommen? Eben nicht an alle Kommunikationsmetadaten, aber zumindest mal an welcher Benutzer benutzt wann welchen Anschluss. Mhm. Und die Auflösung zwischen Person und dynamisch vergebener IP-Adresse wäre auf die Art zugänglich, wie das eben auch möglich ist, wenn das von einem Gericht beschlossen wird, dass jetzt aufgrund von irgendeiner Straftat oder sonst irgendwas oder irgendeinem zivilrechtlichen Verfahren diese Daten dann preisgegeben werden, dass das quasi eine Hintertür darstellt. Ja, darauf wollte ich eigentlich auch hinaus, dass das wahrscheinlich eine Hintertür ist. Wir haben also die Internet Service Provider, die gesetzmäßig eine Schnittstelle zur Überwachung bieten müssen, sodass Telekommunikationsüberwachung stattfinden kann. Ich sehe das als Schwachpunkt an. Ab Herbst diesen Jahres soll auch der Bundestrojaner fertig sein. Wir hoffen es ja nicht, aber es ist zumindest so angedacht als eine weitere Überwachungsmöglichkeit. Was können wir tun, um unsere Privatsphäre und die anderer Menschen zu schützen? Na, zum einen können wir selbst Datensparsamkeit betreiben, indem wir da, wo es geht, möglichst wenig Informationen von uns weitergeben und auch dazu anraten, das
also zur Datensparsamkeit anzuraten. Auf der anderen Seite können wir Aufklärung und Schulung betreiben in Ausschüssen, in direkten Gesprächen mit Abgeordneten. Wir können die nächste Generation zum Beispiel mit Chaos macht Schule für das Thema sensibilisieren, mit Kunst, und wir können Kryptopartys veranstalten. Als nächsten Punkt habe ich technische Hilfsmittel entwickeln, um Schutzbereiche zu schaffen. Ja, also es gibt schon technische Hilfsmittel, die sind allerdings eher für technisch versierte Nutzer und noch nicht so wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen, vielleicht auch wegen der Usability. Und ich denke, und ich bin da auch nicht die Einzige, das muss anders werden. Und hier setzt Eden an. Wir haben hier also jede Menge Geräte, die funken, die für sich genommen auch schon eine Art Infrastruktur darstellen. Und ich bin auf die Idee gekommen, aber ich bin auch nicht die Erste, die sich sagt, naja, das ist eine unabhängige Struktur. Das ist das, was Freifunk liefert, eine unabhängige Struktur, die auch nicht zwangsläufig über den Internet Service Provider laufen muss. Was heißt, dass wenn die Kommunikation innerhalb nur des Freifunks erstmal stattfindet, nicht so ohne weiteres an die Daten kommen werden kann. So. Meine Vorstellung ist, dass wir das, was gerade da ist, als Chance sehen und auch als Chance sehen, neue Spielregeln festzulegen, die mehr dem Schutz der Privatsphäre dienen, als es gerade der Fall ist im Standard. Zum einen sollte Kommunikation dezentral, so dezentral wie möglich stattfinden. Und wenn möglich, sollte die Kommunikation im echt dezentralen Netz ohne ISP oder Telco möglich sein, aber sie muss nicht. Also als Beispiel, warum das auch sehr sinnvoll ist, wir hatten hier einmal die im Gespräch die Insellösungen für Mediziner, die in Katastrophengebieten oder in anderen Gebieten miteinander sich vernetzen wollten, um Informationen auszutauschen. Da ist so ein Standalone-Netzwerk ziemlich praktisch und lebensrettend. Und auf der anderen Seite kann damit verhindert werden, dass willkürlich zum Beispiel das Internet ausgeschaltet wird und damit die Kommunikation zum Beispiel von Demonstranten untereinander lahmgelegt wird. Wie in Ägypten zum arabischen Frühling geschehen, wo Vodafone unter Druck gesetzt wurde von der Regierung, das Internet abzuschalten, was dann auch passiert ist. Ich sehe das Freifunk als Möglichkeit, bereits vor dem ISP zu anonymisieren, wo es möglich ist. Also vielleicht geht es nicht für alle Dienste, die darauf laufen, zum Beispiel wie Telefonie, aber wahrscheinlich für asynchrones Messaging. Wo wir gerade dabei sind, neue Spielregeln festzulegen, sollte natürlich auch, die Kommunikation authentifiziert sein und Ende zu Ende verschlüsselt. Wenn nicht sogar mit Sitzungsschlüsseln. Es soll intuitiv und barrierefrei bedienbar sein, also auch für nicht technikaffine Leute nutzbar. Offen, also Open Source und kostenlos und leicht daran teilzunehmen, frei von Hintertüren und sicher updatebar. Die Dienste darauf laufen, also
Wir haben ja erstmal uns vorgestellt, die Dienste, die da in diesem besseren Freifunk laufen könnten, sind Textnachrichten, Audio- und Videotelefonie, File-Sharing, Bezahlung, also Bezahlsysteme und die Suche in eben und allen erreichbaren Netzwerken. Was ich dazu noch anmerken möchte, ist, dass wir sicherstellen wollen, dass die Dienste, die auf EDEN laufen oder über EDEN angeboten werden, definitiv keine de-anonymisierenden Informationen über ihre User leaken. Ich stelle mir vor, wie wir das erreichen können, indem wir zunächst einmal eine Recherche betreiben. Was gibt es schon für Projekte, die in Teilen oder schon vollständig diese Kriterien erfüllen und vielleicht auch schon diese Dienste realisieren? Ich stelle mir vor, dass interessierte, neugierige Leute, die sich also für diese Projekte interessieren, die es da schon gibt, eines der Projekte adoptieren, was heißt, dass sie, schauen, wie funktioniert, wie ist dieses Projekt aufgebaut, was kann es schon, wie wird was realisiert und auch Papers zum Beispiel lesen, die es zu dem Projekt schon gibt. Darauf aufbauen könnten wir eine Vorauswahl treffen über die Projekte, die wir auch komponentenweise testen wollen. Und das ist das, wir möchten gerne die Komponenten testen in einem Testnetzwerk. Und wir stellen uns dafür ein Testnetzwerk vor von 20 bis 30 Knoten aus Boards und Routern und Smartphones, vorwiegend Open Hardware. Und dieses Testnetzwerk ist einmal dafür da, überhaupt eine Bestandsaufnahme zu machen, zu gucken, was können die Projekte, wie gut können sie es, also Performance. Wir könnten damit auch testen, wie sicher die Komponenten sind, wie gut sie in ihrer Usability sind und später das Testnetzwerk auch für Weiterentwicklungen nutzen. Wir im Weiteren könnten wir aus dem, aus den Erkenntnissen, die wir gewonnen haben, ein oder mehrere Projekte, die wir vielleicht miteinander kombinieren, fördern, Schnittstellen herstellen und verbinden und gezielt Neuentwicklungen machen. Meine Hoffnung und mein Wunsch ist, dass diejenigen, die bereits eines der Projekte adoptiert haben und die in diesem Prozess schon mitgemacht haben und also einen genaueren Blick in das Innenleben der Projekte haben, dann auch, wenn wir uns dann für eines oder Teile entschieden haben, tatkräftig mithelfen, diese Neuentwicklungen zu machen, die benötigt werden, um das ganze Ziel zu erreichen. Die Projekte, die wir gerade im Blick haben und worüber wir auch schon angefangen haben, Informationen zu sammeln, sind hier aufgelistet. Das ist zum einen COD&S, worüber es auch morgen zum Beispiel einen Vortrag geben wird. Zum ersten Geekend zum echtdezentralen Netz, das stattgefunden hat in Dresden im Januar, hatten wir auch bereits Vorträge zu ein paar von den Projekten, die hier aufgelistet sind. Auch COD&S waren dabei, Nunet, Kaul, Coa und Baal.
Wenn ihr euch dafür interessiert, es gibt da auch sehr qualitativ hochwertige Videos auf der Eden-Seite darüber. Also die könnt ihr finden, ganz leicht. Hier habe ich mal die Meilensteine aufgelistet. Wir möchten also, um erstmal diese Testinfrastruktur aufzubauen, eine Hardware-Wunschliste anlegen. Wir sind erstmal dabei, überhaupt zu schauen, was gibt es für Open Hardware, welche Projekte können da drauflaufen, was wollen wir überhaupt darauf tun. Wir sind gerade dabei, die Features der unterschiedlichen Projekte zusammenzutragen. Und das nächste, wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, soll ein kurzer Code-Review sein, um zu schauen, wie gut die in Frage kommenden Projekte dokumentiert sind, was für uns auch eine teilweise Entscheidungsgrundlage sein wird. Ja, also ich möchte jetzt nicht da jetzt komplett durchgehen. Es gibt also, wie ihr gesehen habt, nochmal zurück, jede Menge Projekte, die sich, die ihren Usern freie und privatsphärenschonende Kommunikation ermöglichen wollen. Ihre Entwickler investieren sehr viel Liebe und Zeit darin, diese Projekte gut zu machen. Und wie soll ich das sagen? Und jeder kocht aber auch teilweise sehr sein eigenes Süppchen. Ich denke, hier liegt viel Potenzial zur Zusammenarbeit und ich sehe Eden als eine Möglichkeit, einen gemeinsamen Standard festzulegen. Ja, das ist jetzt, das ist, ist vielleicht ziemlich hoch gegriffen, einen gemeinsamen Standard zu wollen. Wir hatten auch kurz das Thema Freifunk, das lebt auch von seiner Diversität. Warum sollte man da jetzt ein was machen? Naja, also gerade ist ja Freifunk nicht unbedingt privatsphärenschonend und es, wie soll ich das sagen? So, ich wünsche mir, dass es privatsphärenschonender wird. Und dass wir alle an einem Strang ziehen, dieses Ziel zu erreichen. Ich lade euch also ein, unsere Seite zu besuchen. Und wenn ihr euch dafür interessiert, mitzumachen, ja, euch auf die Mailingliste setzen zu lassen von mir. Und ja, ich hoffe auf viel Enthusiasmus. Nee, ja, vielen Dank erstmal für die Projektvorstellung von Eden. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich zu noch einer Runde Fragen über. Gibt es denn aus dem Publikum konkrete Anmerkungen, Fragen, Kollaborationsvorschläge zu Eden? Fragen an Demos? Ja. Danke für den Vortrag, ich fand ihn schön. Vor allem wirklich? Auch... Ja. Die Vortragsweise war ja nicht unbedingt ansprechend, oder? Das passt schon. Um ganz ehrlich zu sein. Ist natürlich schwierig, da viele Bilder reinzubringen, klar. Ich fand es vor allem schön, dass du so viel Wert auf offene Hardware legst und sowas. Egal, meine Frage ist, an sich finde ich das alles ja super, ich persönlich, aber ist es nicht wieder ein Werkzeug, so wie die Werkzeuge, die es schon gibt, die Nerds benutzen, die auch funktionieren, aber die nie über die 1%-Schwelle in der Bevölkerung kommen. Ich meine, E-Mail-Verschlüsselung gibt es und es funktioniert. Benutzt niemand. Das sollte halt eingebaut sein und total einfach nutzbar. Sollte halt einfach mit dabei sein. So wie die, ich meine, es gibt ja auch schon einiges, wie soll ich sagen, die Leute sind schon mal in der Lage,
die Leute sind schon mal in der Lage, E-Mails zu benutzen, ja, und wenn das einfach standardmäßig mit dabei ist, dass da ein Schlüssel generiert wird und da, wie soll ich sagen, das einfach automatisch verschlüsselt wird, ohne dass die Leute sich da jetzt viel Gedanken drüber machen müssen, dann ist das viel einfacher. Also ich denke, man kann da noch einiges vereinfachen für die Menschen. Oder dafür sorgen, dass es eine Form der kollaborativen Qualitätssicherung gibt, die viele hobbyistische Projekte, die einfach nur für sich den Anspruch haben, das funktioniert irgendwie für mich und ich veröffentliche den Code. Davon haben wir dann auch noch nicht so viel, bevor wir das eben nicht getestet und argumentativ durchgespielt haben, gesehen haben, was wir für einen Entwicklungsprozess haben wollen. Also als wenn man sich das jetzt vorstellt, was ist überhaupt unser Pflichtenheft als Ingenieure so ungefähr und wie sieht dann das Ergebnis aus? So im Prozess sind die wenigsten dieser Projekte in irgendeiner Form ausgesetzt. Den als kollaborative Community zu schaffen, ist total wünschenswert. Und ich denke schon, dass da viele Früchte runterfallen können, die wir bisher so noch nicht gesehen haben, einfach weil dieser Prozess gefehlt hat. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Wie ist euer Zeitplan für, gibt es so die nächsten Wochen, Monate oder ist es eher so ein bis zum Camp vielleicht und da gibt es dann ein Eden-Treffen oder habt ihr schon konkrete Termine, Milestones? Also wir haben Milestones, aber wir haben die bis jetzt noch nicht mit Zeitmarken versehen. Mein persönlicher Wunsch ist, dass wir, aber wahrscheinlich ist es unrealistisch, es kommt halt darauf an, wie viele Leute mitmachen. Wir sind gerade noch nicht viele, wir sind gerade noch wenige. Und ich denke, ich gehe mal zurück zu den Milestones. Also die Feature-List wird ziemlich bald fertig sein. Wie soll ich das sagen? Ich fände es schön, wenn wir bis zu Datenspuren geschafft haben, die Hardware- und Softwareanforderungen für die Testinfrastruktur festzulegen. Das ist auf jeden Fall ein machbarer und zeitlich sehr überschaubarer nächster Termin. Auf jeden Fall alle, die das... Ah, da gibt es noch eine Frage. Also ich sehe den Vorteil von dem dezentralen System für Leute, die Enthusiasten sind und die in der Technik affin sind, aber den Mehrgewinn, den zum Beispiel Freifunk den Leuten bringt, einfach von der rechtlichen Seite, auch so schlimm wie die Infrastruktur jetzt zentral dort ist, es bringt den Leuten die Sicherheit, dass sie technisch für ihr Vorgehen nicht belangt werden. Und wenn man jetzt halt irgendwie versucht, so eine Infrastruktur aufzusetzen, könnte man die nicht irgendwie versuchen zu integrieren? Also ich meine, man kann ja versuchen, ein bestehendes System wie Freifunk irgendwie in sowas einzubauen, wenn es die Infrastruktur schon gibt. Ich meine, es gibt ja ganz viele Communities, die sind unter anderem sicher auch nicht alle grün. Mhm. Und wenn man da irgendwie eine Schnittstelle findet, dass die irgendwie zusammenarbeiten, nur weil ich irgendwie zwischen zwei Städten wohne, muss ich irgendwie mich entscheiden, in welcher Community ich aktiv sein will. Ja, ich finde das auch. Also mir auf der einen Seite ist vielleicht diese Diversität zwischen den Freifunks ziemlich cool, aber halt die Kommunikation dazwischen noch ziemlich gehemmt durch die unterschiedlichen Techniken. Du hast da jetzt vielleicht noch was im Hinterkopf, da gibt es irgendwas, was die einzelnen Protokolle miteinander sprechen lässt. Ne? Wie hieß das gleich? Ich habe es vergessen. Du weißt es, bestimmt. Nicht falsch verstehen, es gibt schon ziemlich viel Kommunikation zwischen den einzelnen Freifunk-Communities. Es macht halt nur jede Community irgendwie ein bisschen anders. Im Grunde genommen haben wir zwei grundsätzlich verschiedene Lösungen, die im Einsatz sind. Mhm. Und es ist jetzt nicht so, dass also die Firmware, na klar, die ist halt in jeder Community vielleicht ein bisschen anders. Die einen haben halt noch ein Logo mit auf ihrer Splashpage, die einen haben eine Splashpage, die andere keine. Mhm. Aber es findet auf jeden Fall ein deutschlandweiter Austausch statt. Wir treffen uns auch regelmäßig in den Communities und da wäre es auch echt cool, wenn da mal auch jemand von eurem Projekt einfach zu den Veranstaltungen mit dazukommt. Mhm. Wenn eure Veranstaltungen mit in der Gegend irgendwo sind, ihr könnt das auch gerne über unsere Mailinglisten mit announcen. Also ich möchte das auf jeden Fall integrieren, weil ich finde, das sollte nicht nebenher laufen, das sollte schon mit den Freifunkern laufen. Also, ja. Weil es geht also für mich um die Revolutionierung des Freifunks.
Ja, sehr gut. Also wir schaffen ja schon quasi die untere technische Ebene, damit wir dezentral uns verfunknetzen können. Wenn dann noch Dienste dazukommen, da freuen wir uns ganz besonders, weil Dienste sind zurzeit noch Mangelware im Freifunknetz und im Moment ist hauptsächlich Internet der Dienst, der genutzt wird. Genau, wo du schon gerade deutschlandweit gesagt hast, geht das Ganze über den deutschsprachigen Raum hinaus? Weil das ist ein Problem, das ich bei Freifunk sehr viel sehe, dass quasi Probleme, die wir jetzt hier in einem lokalen Gesetzesraum haben, lassen sich in einem anderen Gesetzesraum unter Umständen wesentlich leichter lösen, aber durch Sprachbarrieren oder auch einfach vorhandene soziale Kommunikationsstrukturen wird das oft verhindert, dass diese Netze letztendlich über Judikativen hinaus existieren können. Mhm. Das wäre meiner Meinung nach total wünschenswert, was halt die Frage steht, inwiefern auch Internationalisierung, also im Sinne von Übersetzungen oder auch Zugänglichmachung in gängigen Sprachen, da mit auf der Agenda stehen, weil ich das als einen ganz wesentlichen Teil sehe. Also zum Beispiel die Störerhaftung ist ein sehr deutsches Problem, dass es einfach auch in direkten Nachbarländern nicht gibt. Wenn man da gut zusammenarbeiten würde, könnte man das auch innerhalb einer Community eigentlich sehr gut erledigen. Na, also... Das fällt für mich ein bisschen unter Barrierefreiheit. Aber das ist für mich noch ein Stück weit in der Zukunft. Weil ich sehe jetzt erstmal, lass uns erstmal was bauen, was gut funktioniert, was unsere Tests, unsere Ansprüche erfüllt. Und wenn das ein Beispiel, das läuft. Prototypen, ja. Ja, also wenn Proof of Concept, genau, wenn wir das als Proof of Concept wo laufen haben und vorstellen und das macht sich einfach gut, dann bin ich guter Dinge, dass sich das auch weiter verbreitet und dann auch woanders sehr viel Potenzial hat, die Kommunikation zu demokratisieren. Hoffentlich auf jeden Fall. Ich meinte das auch, weil eben viele der auf dem vorherigen Slide genannten Projekte ja tatsächlich auch bereits sehr viel Testinfrastruktur haben. Es tatsächlich praktische Netze gibt, die bereits in anderen Ländern auch relativ groß dafür sorgen, dass es eine in irgendeiner Form sicherere oder dezentralisiertere Netzstrukturen tatsächlich gibt. Und diese Projekte sicherlich einen sehr wertvollen Beitrag leisten können, einfach wenn man sich anguckt, was ist dort bereits empirisch ausprobiert worden, was ist der Stand der Dinge, auch jetzt nicht nur was die Entwicklung von irgendwelchem Code angeht, sondern eben tatsächlich auch, was Praxistests und Erfahrungen angeht. Ja, das ist auch in der Features-List. Also ich sage das zum Beispiel, CGDNS wird in Seattle und in Boston und in vielen anderen Städten auf der Welt schon als quasi Freifunkersatz sehr viel verwendet mit mehreren hundert Nodes, was ist interessant ist, sich das anzugucken, dass das durchaus bereits Testinfrastruktur quasi gibt. Ja. Und wir die nicht neu erfinden müssen oder wir brauchen die quasi nur übersetzen, um sie dann hier zugänglich zu machen vielleicht. Wie soll ich denn sagen? Also ich habe mir halt vorgestellt, es gibt halt diese intakten, funktionierenden Communities, die wir mit Entwicklung, unter anderem auch Pentesting, auf keinen Fall irgendwie stören wollen. Deswegen wir sagen, wir wollen erstmal was entwickelt haben und dann kann das auch testweise in diesen anderen Communities laufen. Aber erstmal dahin kommen. Ja? Also rein praktisch können wir bzw. ihr hier einige Sachen ausprobieren im Sublab. Freifunk unterstützt ja nicht nur OLSR, das heißt, ihr könnt hier Kaul installieren bei euch. Kannst du nochmal die Webseite zeigen? Ja, na klar. Warte. Du meintest. Genau, also seid ihr herzlich eingeladen, das mal auszuprobieren. Das müsste kompatibel sein. Was auf jeden Fall funktioniert auf Android-Handys ist dieses Serval-Project. Das ist in unserem Batman Advanced-Netz auszuprobieren, also einfach im Freifunknetz einbuchen, die App mal starten, braucht nicht geroutet sein, das Handy. Und CGDNS könnt ihr auch bei euch installieren. Das ist auch in dem Netz freigeschaltet, so zum Ausprobieren. Wir sind an Hyperborea schon angeschlossen hier. Und haben auch einige Server jetzt schon installiert. Beziehungsweise meldet euch bei uns und wir peeren uns dann. Oder was funktioniert noch? An vorzeigbaren Sachen von der Liste hier? Ich vermisse hier Talks auf der Liste.
Tox. Tox ist auch eine Android-App. Die Liste wird immer länger. Aber es ist halt auch eine Ressourcenfrage. Je mehr Leute mitmachen, je mehr Leute, die da sind, die sagen, ich würde eins der Projekte adoptieren, ich interessiere mich dafür, ich möchte schauen, wie die funktionieren, und dann können wir viel besser eine Bestandsaufnahme machen. Genau, also installiert bitte mal alle hier dieses Serval Project auf eurem Android-Handy, falls ihr eins habt. Sag mal, kennst du The Live Project? Ich habe das erstmal von der Liste gestrichen, weil es seit 2012 keine Aktualisierungen mehr gab. The Live Project heißt es. Nein. Oder eben von der Obama-nahen New America Foundation Commotion Wireless, was letztendlich ja... Ja, die haben bis jetzt noch nicht irgendwie auf mich reagiert, so wegen Also Anfragen. Commotion, ja. Commotion Wireless ist dieselbe Technologie wie Freifunk vor 10 Jahren, also mit OLSR Only machen die das höchstwahrscheinlich, haben auch so ganz krude IPv4-Adressen. Ich möchte sagen, ich hätte da auch was von Verschlüsselung gelesen. Ja, die verschlüsseln ihr WLAN. Ist halt so eine Frage. Das, so richtig sicher ist das auch nicht, ne? Also keine End-to-End-Verschlüsselung? Die Dienste, vor allem diese Serval-Applikationen, die ja das ist, was dann über das, die Commotion-Infrastruktur verwendet wird, bietet durchaus eine Ende-zu-Ende-Sicherheit für einen auch komplett autonom, autark nutzbaren Messaging- und Telefoniedienst. Mhm. Ganz ähnlich wie das Village-Telco auch gemacht hat. Ja. Das funktioniert auch tatsächlich schon und war eben so Teil dieses, wir wollen irgendwie diesen Internetkoffer haben, den wir dann über Krisengebieten abwerfen könnten. Mhm. Projekt, das dort auch sehr viel finanzielle Zuwendung wohl bekommen hat. Da sind durchaus interessante Sachen bei rausgekommen. Aber technisch ist das sehr ähnlich wie das, also sie kochen auch nur mit Wasser, ist ja klar. Ich bin mal so frei, gehe auch mal ans Mikro. Eine Frage von den Features, die du da vorhin erzählt hattest. Was wäre denn so aus deiner Sicht das Wichtigste oder das, was dir vielleicht am meisten am Herzen liegt oder wo du denkst, dass die meisten Leute sofort was mit anfangen können, was dieses echt dezentrale Netz dann an Diensten anbieten sollte, und würde es vielleicht Sinn machen, sich zunächst auf eins zu konzentrieren? Also meine Idee war, aber wir haben da jetzt im Projekt noch nicht darüber gesprochen, wäre erstmal Messaging anzubieten, verschlüsseltes Messaging. Das ist ziemlich einfach und das funktioniert auch schon. Und es ist vielleicht die Büchse der Pandora, die ich aufmache, wenn ich sage, ich denke, dass ein einfaches Bezahlsystem schon das Netz sehr attraktiv machen könnte. Und wir haben da gerade Thala.net im Blick, was auf Nunet aufsetzen soll. Und dann gibt es noch ein anderes Projekt, Baal, was auch eine Umsetzung, eine Implementation hat für eine digitale Geldbörse. Und ich denke, das hätte Potenzial, auch die Normalbevölkerung zu interessieren, aber ja. Gut, dann gibt es scheinbar keine weiteren Fragen mehr. Ganz herzlichen Dank an Demos für die Vorstellung von Eden. Genau, vielen Dank dafür. Thank you.